Ja Leute, willkommen zurück zum nächsten Unboxing. Ich habe ja zwei Pakete bekommen und wie ihr schon seht, ihr könnt euch denken, von wem ich das habe. Und zwar vom lieben Yannick, atomhamster.com. Ja, stellen wir das Ganze mal vorsichtig auf. Ah, ihr könnt da sehen, habe ich letztens jemand abgeschlachtet. So, und dann hole ich euch mal runter und mache das Licht anders. So. Ja, was hat denn der Typ schon wieder alles gekriegt? So, mal wieder für 15 Euro die hier bestellt. Dann packen wir das Ganze schnell aus. Ich zeige euch dann mal diesen Berg hier von den beiden Unboxings. Ach komm, pack einfach raus hier. Und was kommt da zum Vorschein? Könnt ihr euch noch erinnern, Leute? Wozu hat er diesen komischen AMI oder NPS-Adapter bestellt? Und jetzt kommt's. Könnt ihr sehen? Eine AMI Deluxe 630. Da fliegt mir gleich alles auseinander. Ich hier noch ein Stück runter. So. Ja, und zwar habe ich das Ganze zum Testen bekommen von dem lieben Yannick, www.atomhamster.com. Ja. Was ist denn hier alles dabei? Ein mega fetter geiler Kopf. Der AMI Achtlochkopf, oder Leute, es ist alles noch so kalt. Könnt ihr das sehen hier? Steht AMI drauf. AMI Achtlochkopf. Schon mal sehr, sehr massiv wirkt das Ganze, ja. Eine mega Öffnung. So, wo stellen wir das Ganze denn hin? Lagern wir das erstmal hier hinten. Dann kommt ein Monster-Tauchrohr zum Vorschein. Zieht euch mal diesen Durchmesser rein. Oh, da ist noch was drin. Eine Spinne oder so. Genau. Jetzt ist sie raus. Das ist so ein überkrasser Durchzug. Werde ich euch aber alles noch in Detailaufnahmen und alles vorstellen. Ja. Also so ein mega massives Taucher habe ich noch nie gehabt bei mir. Dann war das mal hier drüben. Das ist super, super geil verpackt. So, was bekommen wir noch dazu? Richtig geil. Da, die Kohlezange oder Tabakzange bekommen wir dazu, ja. Hatte ich noch nie sowas. Sonst gibt es immer diese blöden Standardzangen. Richtig geil. So. Dann gibt es noch einen Standardschlauch dazu von Amy, den kennen wir alle. Aber selbst der Standardschlauch hat, glaube ich, eine echt krasse Öffnung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wirkt irgendwie jetzt relativ groß. Okay. So, dann noch einen schön tiefen Kohleteller. Da seht ihr meine Kamera. Standard-Kohleteller, brauche ich nicht viel zu sagen. Und dann kommt auch schon das Herzstück. Die Bowl. Und die Bowl, Leute. Die ist so der absolute Wahnsinn. Die ist noch so extrem kalt. Hier könnt ihr die sehen. Ich wechsle mal kurz das Licht. Vielleicht sieht man das dann besser. Ja. Werde ich alles noch in Detailaufnahmen euch zeigen. Super geil, hier oben schön. Ja, die ist noch total kalt, deswegen sieht man das jetzt nicht so gut.
So, dann haben wir hier noch den Lieferschein. Genau. 44,90 € kostet das derzeit bei Yannick-Atomhamster.com. Könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen, also jetzt schon mal, allein schon für die Kohle oder Tabakzange, ja, gibt es dafür eine Kaufempfehlung. Natürlich haben wir. Oh! Ich setze mich mal hin. Ich werde schon ganz rot, wie ich sehe, weil es ist so heftig geil. Hol euch mal noch ein Stück runter. Hier haben wir die Base, ja, und die Rauchsäule. Und Leute, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Es wirkt alles so extrem riesig. Hier oben. Ah, wie ihr seht, die beschlägt schon. Und dann hier diese Base. Ist der Wahnsinn. Hier vorne müsste, glaube ich, das Amy-Logo sein, genau. So, da seht ihr das kurz. Und dann hier die Verarbeitung. So, was ich sehe, ist die Verarbeitung gut. Schöne Gewinde, kurzes Gewinde, muss man nicht so viel schrauben, denke ich mal. Wahnsinn. So, haben wir noch was? Ich glaube, das war's. Schütten wir alles aus. Genau, Leute. Das war's von diesem Unboxing. Ich zeige euch mal kurz, wie das bei mir hier aussieht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier. Ja. Das war jetzt von zwei Unboxings. Jo. Dann werden wir das jetzt erstmal das ganze Zeug hier zusammenpacken und dann werden wir was rauchen, zusammenschrauben oder irgendwas vorstellen. Bis dahin, wir sehen uns gleich wieder.